Hier haben wir mit weit weg im übertragenen Sinn zu tun. Hier ist ein Wein, der ganz weit weg von unserer üblichen Vorstellung vom Weinbau ist. Das ist nicht sofort offensichtlich, obwohl auf dem Etikett hat man eine erste Andeutung, dass irgendwas nicht ganz normal ist. Weil oben rechts auf dem Etikett steht der Name des Weinguts. O. Da steht ein großes goldenes O und ein Pünktchen. Das ist nicht gerade ein gängiger Betriebsname für ein Weingut. Wenn in Deutschland noch woanders auf der Erde. Ja, dahinter steckt sich ein gewisser Olaf Schneider. Ja, Olaf Schneider ist aber Elektriker. Er verdient sein Leben durch die Reparatur von Handys, Computer, Computerspieler, Fernseher und gelegentlich die kleinen Elektrogeräte wie die Kartenuhr. Er wollte nicht Winzer werden, es ist ihm passiert. Plötzlich hat er 0,2 Hektar Weinberg. Das ist aber wenig. Es gibt seit langem einige so Privatleute, Normalos, sagen wir, in Deutschland, die solche eine Fläche hatten oder haben. Aber das waren Hobbywinzer. Was ist die alte Definition eines Hobbywinzers? Ich glaube, das hat nicht damit zu tun, dass es ein Hobby ist, sondern es beschreibt eigentlich die Art des Produkts, was rauskommt. Die alte Art des Hobbywinzers wollte ein billiger Haus kommen. Es ist eine große gesellschaftliche Wandel passiert. Also bis eine Generation her, die Weinkonsumenten waren hier und die Winzer waren da. Und es gab einen riesen Kluft dazwischen, auch wenn sie wirtschaftlich miteinander zusammenhingen. Die eine verkaufte und die andere kaufte. Aber trotzdem, es war eine gewaltige Kluft. Die Vorstellung, dass einer von einer Seite zur anderen wandeln könnte, das war auch unvorstellbar. Falsch war das. Definitiv. Und jetzt gibt es eine ganze Menge solcher unkonventioneller Winzer in Deutschland. Bisher in Deutschland hatten wir eine Erwärmung von etwa 1 Grad Celsius durchschnittlich über dem Jahr. Aber der Punkt ist, dass diese 1 Grad Celsius nicht gleichmäßig verteilt ist. Das bedeutet keinesfalls, dass zu jeder Stunde an jedem Tag es 1 Grad Celsius wärmer ist, als es hätte sonst sein können. Es bedeutet eigentlich eine sehr ungleichmäßige Verteilung. Und das bedeutet, dass der Frühling jetzt etwa 2 Wochen früher ist als eine Generation her. Und genauso der Herbst, und der Herbst bedeutet für den Winzer, die Weinleser, ist auch in etwa 2 Wochen früher als vorher. Diese zweite Punkt ist sehr bedeutend, es bedeutet, dass die Weinleser unter deutlich wärmeren Bedingungen der weitere Erwärmung von 2 bis 3 Grad Celsius durchschnittlich. Das ist schon ein Riesensprung. Damit würde der Weinbau nochmals 300 bis 400 Kilometer nach Norden . Also, ich finde, der hat durchaus eine Familienverwandtschaft mit dem ersten Wein. Er ist auch nicht nur weiß. er ist schlank. Er ist relativ säurebetont. Er lebt von dem Spiel zwischen Frucht und Säure, genau wie der erste Wein. Natürlich sind die Aromen ganz anders. Wir begegnen eine komplett andere Landschaft. Es ist extrem nötig, diese Landschaft. Als ich da war,
hatte ich ein paar Probleme, weil ich im Winter hingefahren bin. Ja? Wir sind eine extreme klimatische Situation heute Abend hier ausgesetzt. Das ist vielleicht ein guter Grund, etwas Wärmeres zu uns zu nehmen. Ich erkläre die super Pause für angefangen. Herzlichen Dank. Lustiger Hacker, wir sind in China. Ja, Weinbau in China. Das ist auf den ersten Blick was ganz Neues. Also aus meiner Sicht hat er die ganz typische Johannisbeerton von Cabernet Sauvignon. Auch hat er diese herbe Gerbstoffe, die man mit dieser Sorte assoziiert. Das ist kein Spitzenwein, aber ich wollte sie unbedingt aus dem Jahrgang 2006 zeigen, weil mit diesem Jahr hat ein Teil des Teams bei Grace Vineyards ausgewechselt und ich glaube, der neue Team ist viel besser als der vorherige. Und leider die Topweine aus 06 sind noch nicht auf dem Markt, sonst hätte ich eins davon Ihnen mitgebracht. Dieser Wein ist mit sehr viel moderner Technologie erzeugt, aber diese Technologie dient eigentlich nur für Sauberkeit zu sorgen und zu vermeiden, dass bei der Gärung es so heiß wird. Es sind relativ simple Sachen, die mit der bestmöglichen modernen Technik gelöst werden. Diese Landschaft und wie der Wein wie die Reben gefleckt werden, ist aber äußerst eigentümlich. Ja, es ist kaum zu fassen. Als ich war in April da, das war ein Riesenglück, ein absoluter Zufall, aber eine glückliche Fügung, kann man sagen, weil als wir raus in die Weinberge gingen, waren die Bauern die Reben am Ausgraben. Am Ende der Witterung, nachdem der Les gelaufen ist und die Reben ihre Blätter verloren haben, klappen die Bauern die komplette Rebsäule unten auf der Erde und dann häufen sie die Erde über die Reben, sodass sie komplett bedeckt sind. Also sowas habe ich nirgendwo sonst auf Planet Wein gesehen. Hier ist keine Nostalgie, was ihn bewegt. Er glaubt, dass auf diese Weise eine besonders aussagestarke Wein, ein moderner Wein zu erzeugen ist. Und er kennt sich mit der modernen Analogie aus. Der Wein ist blitzsauber, da sind keine komische Fehltöne drin. Der Wein vereint was ganz Uraltes mit was ganz Modernes. Und das ist an sich, was die Weingeschichte des 21. Jahrhunderts wird. Ich habe versucht, Sie ein kleiner Auszug aus meinem Buch, diesem Buch, wer noch nicht mitbekommen hat. Ich halte es vorsichtshalber noch einmal hoch. Das war ein sensationelles Material für mich. Ich hätte mir nichts Besseres wünschen können. Es war 10-mal aufregender und abenteuerlicher, als ich mir vorstellte. Meine Frau ist sehr froh, dass dies alles vorbei ist. Weil mehrmals hat sie befürchtet, dass ich nicht